Sie stand mit dem Hinweis gefährlich ganz oben auf der Liste der meistgesuchten Menschen Europas. Nach mehr als 30 Jahren auf der Flucht ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette jetzt in Berlin-Kreuzberg gefasst worden. Die heute 65-Jährige war seit mehr als 30 Jahren auf der Flucht. Ihr wurde zuletzt vorgeworfen, mit ihren RAF-Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Straub mit mehreren Überfällen das Leben im Untergrund finanziert zu haben. Mitte Februar hatte die Staatsanwaltschaft in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst nach den früheren RAF-Terroristen gefahndet und danach 250 Hinweise erhalten. In Verden in Niedersachsen wurde nun der Haftbefehl gegen Daniela Klett verlesen. Dort sitzt sie jetzt in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen heute Nachmittag mit. Die Behörden werfen ihr und ihren zwei Mittätern versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor. Staatsanwaltschaft und LKA in Verden haben sich heute Nachmittag zur Festnahme geäußert. Wir sind sicher, dass es sich bei der Festgenommenen um die seit 30 Jahren im Untergrund lebende Daniela Klette handelt. Damit endet diese knapp 9 Jahre andauernde Fahndung. Staatsanwaltschaft Verden und LKA Niedersachsen haben nicht locker gelassen und sind beharrlich jeder Spur nachgegangen, auch wenn unsere Arbeit nicht immer so öffentlichkeitswirksam war wie heute. Wir waren da, wir haben gefahndet. Das ist unser Selbstverständnis und das ist unser Job. Den entscheidenden Hinweis haben wir aus der Bevölkerung erhalten. Jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Fahndungsausruf in der TV-Sendung Aktenzeichen Y vor 2 Wochen. In diesem Zusammenhang waren seinerzeit und sind auch heute noch Eingänge zu verzeichnen. Rund 250 Hinweise eingegangen, die wir selbstverständlich weiter prüfen und auch bewerten werden. Eingegangen ist der Hinweis bei uns im November 2023. Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich hier nicht weiter ins Detail gehen kann. Wir haben diesbezüglich auch Vertraulichkeit vereinbart. Es stellte sich aber heraus, dass aus dem Hinweis eine echte Spur wurde. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der Polizei Berlin haben wir seit November verschiedene polizeiliche Maßnahmen umgesetzt, die uns schließlich zu der Überzeugung gelangen ließ, dass es sich bei der Frau, auf den der Hinweis abzielte, tatsächlich um eines der drei wegen verschiedener Raubtaten und versuchten Mordes gesuchten mutmaßlichen ehemaligen RAF-Mitgliedern handelt. Ja, die niedersächsischen Ermittler hatten zuletzt den Fahndungsdruck deutlich erhöht. Mindestens 150.000 Euro Belohnung waren für Hinweise zur Festnahme des Trios ausgelobt. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens spricht nun von einem Meilenstein in der deutschen Kriminalitätsgeschichte. Dieses Meisterstück ist auch deswegen sehr besonders, weil man nicht aufgegeben hat, in diesem Thema zu arbeiten, wo sich andere vielleicht schon gar nicht mehr so sehr für interessiert haben. In Niedersachsen war das nicht so und deswegen ist das ein sehr, sehr bedeutender Meilenstein und vor allen Dingen, wie gesagt, ein Meisterstück. Von dieser Festnahme gehen aus meiner Sicht 3 Signale aus. Das erste ist, Terrorismus wird mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft. Terroristen können sich nie sicher fühlen, auch nicht nach 30 Jahren, auch nicht nach langer Zeit. Und unsere Sicherheitsbehörden sind hochprofessionell und jederzeit in der Lage, Terroristinnen und Terroristen auch nach langer Zeit aufzuspüren und ihnen habhaft zu werden. Und daher ist uns ein großartiger Fahndungserfolg gelungen. Und Alena Quast, die ist jetzt direkt am Ort der Festnahme, nämlich in der Sebastianstraße in Berlin-Kreuzberg. Ja, immer mehr Details werden bekannt. Was weiß man inzwischen, Alena? Wie lief diese Festnahme direkt hinter dir ab? Ja, wir sehen hier jetzt auch immer noch wieder Bewegung. Eben vor kurzem wieder ein Beamter der Kriminaltechnik, der hier in das Wohnhaus gegangen ist. Daniela Klette soll hier im 5. Stock gewohnt haben. Und die Festnahme von dem, was wir jetzt auch in der Pressekonferenz erfahren haben, lief so ab, dass Zielfahnder aus Niedersachsen den Polizeibehörden hier in Berlin Bescheid gegeben haben, die dann hier gestern Abend zugegriffen haben, haben sich Zutritt zu der Wohnung verschafft. Offenbar nicht gewaltsam, sondern sie haben ja einfach geklingelt tatsächlich, haben dann aber gesehen, es ist ein Volltreffer, haben Daniela Klette dort eben angetroffen, konnten dann mit Fingerabdrücken auch feststellen, dass sie es tatsächlich ist. Das wurde offenbar auch Munition gefunden und stand jetzt, läuft hier jetzt auch noch die Spurensicherung, dass man schaut, was befindet sich hier in dieser Wohnung, gibt es Datenträger, die es auszuwerten gilt. Und man muss auch dazu sagen, wir sind hier in Berlin-Kreuzberg, ein lebhafter Kiez.
Kiez. Aber wir sind hier in einer sehr ruhigen Nebenstraße tatsächlich. Hier wohnen viele Familien, auch ein Nachbar von Daniela Klette, mit dem ich gesprochen habe, der mir erzählt hat, er war ihr eigentlich nur bekannt unter dem Namen Claudia. Also sie hat offenbar hier auch unter falscher Identität gelebt und den Nachbarn ist da nichts Auffälliges aufgefallen, hatten mir beschrieben, dass sie eine Frau ist, die graue Haare hat, einen Zopf trägt, mit ihrem Hund jeden Tag unterwegs war und wohl auch Nachhilfe privat gegeben haben soll in Deutsch und Mathematik. Das sind alles jetzt viele Informationen, die hier heute eintreffen. Wir haben es gehört von der Polizei, ein Fahndungserfolg, den es so noch nicht gegeben hat oder lange nicht gegeben hat. Alle Informationen, die es dazu gibt, die haben wir erst einmal in einem Überblick zusammengefasst. Jahrzehntelang fahndeten die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen nach Daniela Klette. In einem gepanzerten Fahrzeug verlässt die heute 65-Jährige die Untersuchungshaft in Verden. In Berlin-Kreuzberg bewachen Polizisten den Eingang des Mehrfamilienhauses, in dem Klette gestern Abend festgenommen wurde, offenbar ohne Widerstand zu leisten. Über 30 Jahre lebte sie im Untergrund. Die RAF-Terroristen werden in der linksextremistischen Szene in Deutschland weiterhin als Helden gefeiert. Auch die Verhaftung in Berlin-Kreuzberg, also nicht unbedingt irgendwo auf dem flachen Land, wo keiner jemand kennt, sondern mitten in der Hauptstadt, zeigt, dass wir wirklich eine sehr starke linksextremistische Szene hier in Deutschland haben. Ein Nachbar berichtet, Klette habe mehrere Jahre unter dem Vornamen Claudia in Berlin-Kreuzberg gelebt, soll privaten Nachhilfeunterricht in Mathematik gegeben haben. Wir sehen uns fast jeden Tag, weil sie geht immer am Tag zweimal, dreimal mit Hund raus und manchmal wir reden so kurz. Nach Klettes Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub wird noch gesucht. Der letzte große Anschlag, 1993, sprengen Mitglieder der Roten Armee-Fraktion das Gefängnis in Weiterstadt. Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub sollen auch am Attentat auf den früheren Deutsche Bankchef Alfred Herrhausen beteiligt gewesen sein. Er wird 89 von einer Autobombe getötet. 1998 löst die RAF sich offiziell auf. Erst 2015 hat die Polizei wieder eine Spur. In Niedersachsen verüben die RAF-Rentner eine Serie brutaler Raubüberfälle. Für diese Überfälle kann das Trio noch verurteilt werden. Die Taten aus der RAF-Zeit sind außer Mord bereits verjährt. Alena, du bist am Ort der Festnahme. Mit einigen Nachbarn, hast du gesagt, konntest du sprechen. Wie sind generell die Reaktionen, dass da mitten in Berlin-Kreuzberg eine RAF-Terroristin jetzt tatsächlich festgenommen wurde? Sprachlos, wie sie mir gesagt haben. Ich habe mit einer jungen Nachbarin, erst 15 Jahre, und ihrer Mutter gesprochen. Und sie meinte auch, sie kennt die Frau aus dem Hausflur. Immer nett gegrüßt, wie es dann ja auch immer so schön heißt. Ne? Man hat dann natürlich nichts vermutet. Das ist ein großer Schock, mit wem man da Tür an Tür gewohnt hat. Sowas vermutet man natürlich auch nicht. Und diese Frage, die stellt man sich jetzt. Wie gelingt das jemanden, der diese Vorstrafen, der so viel gemacht hat, der wirklich Raubüberfälle begangen hat und ein versuchter Mord ihm angelastet wird, wie kann solch eine Person in Deutschland untertauchen? Wir haben ja von der Polizei gehört, es geht da offenbar um eine falsche Identität. Der eine Nachbar, der auch zu mir meinte, dass er sie nur unter dem Namen Claudia kennt. Also das ist doch die große Frage, wie kann man da in Deutschland durch das Raster fallen? Und ist es da dann offensichtlich doch so, dass es keinen Zufall gab, dass man beispielsweise kontrolliert wurde, dass man in eine Personenkontrolle geriet? Also wie ist das eigentlich möglich? Und das sind sicherlich Fragen, die müssen jetzt genauestens untersucht werden. Die werden untersucht. Deswegen läuft ja im Hintergrund hier jetzt auch die Spurensicherung, die Auswertung auch von Datenträgern. Denn die große Frage ist ja auch, stand Daniela Klette noch in Kontakt mit ihren Mitkomplizen? Und wo sind diese beiden Männer? Leben sie auch hier in Berlin im Untergrund oder wo befinden sie sich? Also da sind noch viele Fragen zu klären. Aber wir haben es auch von der Polizei und vom LKA gehört, das ist ein Meilenstein in der deutschen Kriminalgeschichte. Alena, ganz herzlichen Dank für diese Informationen direkt vom Ort der Festnahme in Berlin-Kreuzberg. Und zugeschaltet ist mir jetzt Welt-Herausgeber Stefan Austen. Stefan, Sie waren ja als Journalist auch immer ganz nah dran an der RAF und haben mit dem Buch Der Baader-Meinhof-Komplex ja das wichtigste Buch, eigentlich das Standardwerk zur RAF geschrieben. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo. Hallo. Also die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist nach Jahrzehnten auf der Flucht jetzt in Berlin gefasst worden. Wie ordnen Sie diesen Fahndungserfolg ein? Naja, 30 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Eigentlich hat man sich in den letzten Jahren immer gewundert, dass es der Polizei
und den Ermittlungsbehörden insgesamt nicht gelungen ist, die Leute zu finden, die ja mehrere Raubüberfälle auf Supermärkte und was weiß ich gemacht haben. Es ist eigentlich ein Wunder, dass man sie nicht früher gefasst hat. Es gab ja viele Theorien, wo die dann sein könnten. Man ist ja eher davon ausgegangen, dass die vielleicht im Ausland sind, dass sie dann für ihre Anschläge über die Grenze kommen. Aber dass die jetzt irgendwie mitten in Kreuzberg gefasst worden ist, ist schon eine sehr große Überraschung. Und dann ausgerechnet noch zum, wo sie gerade 65 geworden ist. Also offenbar geht die RAF jetzt in Rente. Ja, genau. Daniela Klette gehört ja zur dritten RAF-Generation. Bleiben wir noch mal gerade bei ihr. Welche Verbrechen werden ihr da unter anderem vorgeworfen? Und bei einigen konnte ihre Beteiligung wohl auch schon mit bestimmten Spuren nachgewiesen werden. Es gibt wohl Hinweise darauf, dass sie vielleicht bei dem Sprengstoffanschlag auf das gerade fertiggestellte Gefängnis in Weiterstadt damals beteiligt war. Aber das ist auch nicht ganz klar, ob es da wirklich Hinweise darauf gibt. Man kann von ihrer Beteiligung an Anschlägen der RAF nicht wirklich bisher jedenfalls viel rekonstruieren. So sind die Informationen, die ich mir so im Laufe der Zeit wieder zusammengesucht habe. Deswegen sind ja auch die Ermittlungen gegen sie nicht mehr vom Bundeskriminalamt primär geführt worden, sondern von den Landeskriminalämtern, die zuständig sind für die Raubüberfälle auf Supermärkte und andere Institutionen, wo die dann ihren Lebensunterhalt im Untergrund offenbar von finanziert haben. Da ist ja eine ganze Menge Geld dabei zusammengekommen. Man muss allerdings wissen, dass diese dritte Generation der RAF, das waren wirklich echte Profis. Also wenn man so will, kriminelle Profis. Denn von dem, was die dritte Generation an gezielten Morden begangen hat, ist ja im Grunde nur ein Bruchteil aufgeklärt worden. Die erste Generation, das waren also Bader, Meinhof, Enslin und Co., das waren diejenigen, die noch sozusagen politische, demonstrative Terroranschläge gemacht haben, um auf bestimmte politische Entwicklungen hinzuweisen. Als die dann nach relativ kurzer Zeit gefasst wurden und dann in Stammheim saßen und daraus sozusagen die Hauptstadt der RAF gemacht haben, gab es eben die zweite Generation. Und die zweite Generation von Christian Klar und wie sie alle hießen, die hatten eigentlich nur ein einziges wirkliches Ziel, nämlich die erste Generation zu befreien, aus dem Gefängnis zu befreien. Als die dann Selbstmord begangen hatten nach der gescheiterten Entführung von Schleyer, der dann schrecklich ermordet worden ist, und der Lufthansa-Maschine Landshut, da ist dann die zweite Generation auch nicht mehr wirklich aktiv gewesen, sondern dann kam eben diese dritte Generation. Und die haben aus dem ganzen Untergrundkampf der Zeit offenkundig sehr viel gelernt, wie man sich am besten im Untergrund verhält, und haben dann gezielt Mordanschläge gemacht. Und von diesen Mordanschlägen, also Beispiel von Herrhausen oder Rohwedder, die sind bis heute nicht wirklich aufgeklärt worden. Und da muss man sagen, da waren wirkliche Profis am Werk. Und wenn solche Profis am Werk sind und in der Lage sind, Leute zu ermorden und ihnen Sprengstofffallen zu stellen, dann sind die auch in der Lage, einen Supermarkt zu überfallen. Das sind Profis. Und aufgrund dieser Professionalität, wie schwer ist es überhaupt, also über die erste Generation ist wirklich alles in Ihrem Buch nachzulesen, aber wie schwer ist es dann, was über die dritte Generation rauszubekommen, selbst im Jahr 2024, was weiß man über die dritte Generation und wie vieles ist überhaupt noch unbekannt? Es ist sehr viel unbekannt. Es ist auch einiges natürlich noch von der ersten Generation unbekannt, von der zweiten auch, aber von der dritten Generation gibt es in Wahrheit sehr wenig und es gibt viele Informationen, aber lange nicht so viele, wie es über die erste Generation gegeben hat, weil die einfach es geschafft haben, nur schlichtweg als Mörder im Untergrund unterwegs zu sein und die wussten, was man tun muss, damit man keine Spuren hinterlässt. Dann haben sie natürlich auch zusammengearbeitet mit terroristischen Gruppen im Ausland, in Frankreich, in Italien und natürlich primär im Nahen Osten. Also man muss wirklich sagen, die Geschichte der dritten Generation, die ist noch nicht wirklich richtig aufgeklärt. Und wenn ich mich recht entsinne, ist von den zentralen Figuren dieser dritten Generation auch bisher niemand in der Lage gewesen, so wie es ein paar in der ersten Generation gegeben hat, ihre Geschichte mal wirklich klar und offen zu erzählen.
Das ist bisher, soweit ich weiß, nicht passiert. In der ersten Generation gibt es Peter-Jürgen Bog, der ganz, oder in der zweiten Generation, der sozusagen zur Befreiungsgeneration gehörte, der an der Entführung von Hans-Martin Schleyer beteiligt war und von all diesen Dingen. Der hat ja dann irgendwann nach vielen Jahren sozusagen, so hat er es auch genannt fast, seine Lebensbeichte abgelegt. Er hat wirklich alles, nachdem er viele Jahre auch vieles geleugnet hatte, hat er irgendwann mal das erzählt, was er wirklich getan und erlebt hat. Und daran habe ich ehrlich gesagt keine Fehler entdeckt. Also, und solche Aussagen gibt es von der dritten Generation bisher jedenfalls wirklich nicht. Da bekam man dann eben auch mal einen Einblick in die RAF, die ja sonst so eine Art Schweigekodex auch hat, dass da keiner was sagt. Nun haben Sie vorhin gesagt, Daniela Klette, die 30 Jahre lang etwa sich versteckt hat oder unter falscher Identität gelebt hat, das ist eine verdammt lange Zeit. Was bedeutet denn überhaupt so ein jahrzehntelanges Leben im Untergrund? Sie haben damals auch, denke ich, Terroristen der ersten Generation besuchen oder sprechen können. Naja, ich hab natürlich viele getroffen. Manche habe ich im Gefängnis besucht und mit denen lange geredet. Horst Mahler zum Beispiel, der dann ja, nachdem er sozusagen sich von der RAF abgewandt hat, so in die rechte Ecke ging und dann viele Jahre für das Leugnen des Holocausts im Gefängnis gesessen hat. Mit dem habe ich mehrere Interviews gemacht. Und der hat auch versucht, sich mit seiner eigenen Vergangenheit einigermaßen auseinanderzusetzen. Und so gab es einige, die ich auch gekannt habe. Und manche, die ich auch erst getroffen habe, als sie aus dem Gefängnis raus waren. Peter-Jürgen Bog habe ich das erste Mal interviewt, als er noch in Hamburg-Fuhlsbüttel seine lebenslange Haft abgesessen hat. Und da gab es dann doch am Ende einige, die ihr eigenes Leben dann auch mal erzählt haben, die sich damit auseinandersetzen wollten. Und wer weiß, vielleicht ist Daniela Klette ja eine, die irgendwann, nachdem sie jetzt 30 Jahre in diesem Zwiespalt gelebt hat, in dieser ja doppelten Existenz, dass die dann wirklich mal sagt, so jetzt mache ich mal einen Strich drunter und jetzt erzähle ich das mal. Alles könnte ja sein, sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, wenn die jetzt einen Faden haben, also eine Person aus diesem dieser Dreiergruppe gefunden haben, dass sie da dann doch noch Spuren finden auf die beiden anderen, die damit gesucht werden. Und im Übrigen, es sind nicht die einzigen, die noch gesucht werden. Es sind auch Leute, Angehörige der ersten Generation, inzwischen nicht wieder aufgetaucht. Also eine zum Beispiel war ganz am Anfang dabei, Angela Luther, die ist irgendwann, spielte nur eine geringe Rolle am Rande, aber die ist dann irgendwann verschwunden und ist nie wieder aufgetaucht. Man weiß nicht, ob die noch lebt, man weiß nicht, ob sie irgendwo im Ausland unter anderer Identität lebt. Und so gab es verschiedene. Und es gibt noch eine, der Name habe ich jetzt vergessen, wo es mal die Informationen oder Gerüchte oder die Hinweise gab, von dem einen Kronzeugen im Stammheimer Prozess, dass Bader die, weil sie aussteigen wollte, erschossen haben sollte. Das hat man nie feststellen können, ob das stimmt. Aber aufgetaucht ist die auch nie wieder. Also es ist nicht so, dass alles auch aus der ersten Generation und der zweiten und jetzt der dritten sowieso wirklich geklärt ist. Vieles ist also noch offen. Deswegen habe ich ja bei meinem Buch gleich am Anfang geschrieben, dies ist nicht die in Stein gemeißelte Geschichte der RAF, sondern das ist der gegenwärtige Stand meiner Recherchen. Und die erste Fassung des Buches vor 40 Jahren hatte 600 Seiten und die letzte Fassung hat 1000. Genau, Sie haben ja auch noch weitere Informationen dann dazugegeben in einer neuen Auflage. Geht immer weiter mit den Recherchen. Genau, immer wieder. Jetzt sagen Sie auch, vielleicht gibt jetzt die Festnahme von Daniela Klette auch einen neuen Faden, um eben noch weitere festzunehmen. Aber welche Strafen drohen den ehemaligen Terroristen denn überhaupt noch? Da sind ja, also Mord natürlich nicht, aber viele Taten ansonsten wahrscheinlich auch verjährt, oder? Also im Grunde ist alles außer Mord verjährt. Wenn man ihr nachweisen kann an einem Sprengstoffanschlag gegen das Gericht, das Justizgebäude, das Gefängnis in Waltershof beteiligt gewesen zu sein, dann wird sie dafür nicht mehr bestraft. So etwas ist verjährt. Wenn man ihr aber nachweisen könnte, dass sie an einem Mord beteiligt war, dann droht ihr natürlich eine lebenslange Strafe. Das ist keine Frage. Aber bisher gibt es, soweit ich weiß, keine Hinweise darauf, dass man ihr bisher nachweisen kann, an irgendwelchen Morden beteiligt gewesen zu sein. Welt-Herausgeber Stefan Aus, ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einsichten und Informationen. Vielen Dank. Ja, gern.
Und jetzt schauen wir noch mal auf weitere Reaktionen, auch in der Politik. Isabel Finzel ist für uns nämlich in Leipzig bei der Klausur der Grünen. Wie bewertet man denn dort die Festnahme der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette, Isabel? Ja, am Rande wird natürlich auch hier darüber gesprochen und ich möchte jetzt darüber sprechen, denn bei mir ist Lamia Kador, die innenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, die RAF-Terroristin Daniela Klette ist nach mehr als 30 Jahren im Untergrund festgenommen worden. Wie schätzen Sie das ein? Ein großer Erfolg für Ermittlungsbehörden und Polizei? Na, absolut. Nach 30 Jahren Ermittlungsarbeit endlich eine der Personen zu finden, ist natürlich ein großer Erfolg. Gerade auch, um zu zeigen, dass der Staat eben nicht auf einem Auge blind ist und vermeintlich immer nur nach rechts guckt und vor allen Dingen dem Rechtsextremismus oder vielleicht auch dem Islamismus den Kampf angesagt hat, sondern offensichtlich auch 30 Jahre später immer noch dem Linksextremismus den Kampf ansagt. Da würde ich noch mal drauf eingehen, denn es gibt Stimmen, die sagen, sie könnte möglicherweise eben Unterstützung gehabt haben aus der linksextremistischen Szene. Wie groß schätzen Sie denn aktuell die Gefahr ein, die von der linksextremistischen Szene ausgeht? Nee, ich würde im Vergleich zum Rechtsextremismus und zum Islamismus wahrscheinlich das Personenpotenzial, das wir vielleicht als Gefährder bezeichnen könnten, gar nicht als so hoch in Relation zu den anderen Phänomenen bezeichnen. Aber natürlich gibt es immer noch eine aktive linksextreme Szene, die sich wahrscheinlich auch in der letzten Zeit, vermutlich im Kontext auch des 7. Oktober und der einhergehenden Antisemitismusdebatte und des Diskurses, den wir ja immer wieder mitbekommen, wahrscheinlich doch auch stark mobilisiert. Deshalb will ich gar nicht ausschließen, dass im Moment, wenn wir über den Jetzt-Zustand sprechen, auch eine linksextreme Szene durchaus ja, mobilisiert ist und vielleicht auch im Untergrund und im Hintergrund durchaus zum Beispiel Frau Klette und andere weiterhin irgendwie unterstützt, wenn nicht sogar gedeckt haben. Und finden Sie, es muss mehr getan werden im Kampf gegen Linksextremismus? Definitiv. Also ich würde sagen, gegen alle Formen des Extremismus muss sich unser Rechtsstaat und unsere Demokratie ja wehrhaft zeigen. Denn ansonsten haben wir den Kampf tatsächlich um unsere freie Welt, um unseren Rechtsstaat letztlich verloren. Das darf nicht passieren, denn diese Demokratie muss in der Tat, ist schützenswert und muss beschützt werden. Und das natürlich gegen alle ihre Feinde. Und dazu gehört natürlich jegliche Form von Extremismus. Derzeit ist der Rechtsextremismus in der Tat die größte Bedrohung. Also auch was das Personenpotenzial betrifft. Der Islamismus ist nicht minder gefährlich. Und ja, der Linksextremismus, ein wenig abgesetzt davon, würde ich ihn schon nennen, ist nach wie vor ebenfalls eine Bedrohung für diese Demokratie. Jetzt ist Daniela Klette festgenommen worden, aber zwei ihrer Komplizen, die sind immer noch untergetaucht. Haben Sie die Hoffnung, dass die beiden jetzt auch zeitnah geschnappt werden könnten? Also tatsächlich macht das Hoffnung. Und es gab ja auch erste Indizien, wenn ich das richtig nachverfolge. Ich glaube, letzte Woche wurde beim Aktenzeichen gesprochen, in der Sendung wohl auch die Namen der Komplizen genannt. Daraufhin wurde wohl offensichtlich am Wuppertaler Hauptbahnhof für mehrere Zeit Züge wurden aufgehalten, die wurden durchsucht, weil es wohl eine Person gab, die einen dieser Terroristen wohl erkannt hat. War dann ein Fehlalarm, aber es zeigt zumindest schon noch, dass selbst 30 Jahre danach Menschen immer noch genau diese Taten vor Augen haben. Ich meine, wir reden hier über einen Schaden von geschätzt 250 Millionen Euro, die entstanden sind durch die RAF und durch diese drei unterschiedlichen Generationen. Insofern, ja, glaube ich schon, dass es möglich sein kann, auch nach 30 Jahren diese Menschen zu fassen. Die sollten sich alle, jegliche Extremisten, nicht sicher sein, dass sowas verjährt sein könnte oder man irgendwann abtauchen könnte und man nicht erkannt werden würde. Genau, da würde ich jetzt noch einmal nachfragen, was glauben Sie, wie geht es denn jetzt weiter mit Daniela Klette? Weil viele Straftaten dürften ja auch verjährt sein. Na, ich glaube, es geht zum einen, ich glaube, wir müssen unterscheiden. Zum einen geht es darum, was können wir rechtlich noch machen und was lässt sich durchsetzen an Strafe. Ich denke, da wird sie ordentliche rechtsstaatliche Prozesse natürlich bekommen. Ich glaube, das andere Signal ist ja eher das, was wir in Richtung Gesellschaft aussenden und dass wir eben diese Wehrhaftigkeit der Demokratie und die Zuverlässigkeit des Rechtsstaates eben demonstrieren und zeigen, dass selbst 30 Jahre alte Verbrechen nicht so einfach aus unseren Köpfen verjähren jedenfalls und dass wir da weit und immer noch hinterher sind und diese Arbeit nicht aufgeben. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land zu zeigen, dass wir gegen Extremismus jeglicher Couleur, in dem Fall gegen Linksextremismus, weiterhin aktiv sind und wehrhaft bleiben. Sagt Lamia Kador, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Soweit also die innenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion hier in Leipzig. Hochinteressant. Ganz herzlichen Dank, Isabel, für dieses Gespräch nach Leipzig.